des Psalms. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich weiter in deine Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Das ist also euer Trauspruch, stammt aus einem Gebet. Jetzt ist der 11. Vers aus Psalm 86, den wir vorher schon gehört haben. Psalm 86 ist von Hause aus kein Gebet für eine Hochzeitsfeier. Moni, du hast es schon richtig gut gesagt worden. Bei einer Hochzeitsfeier geht es nämlich fröhlich und ausgelassen zu. Psalm 86 ist aber ein Gebet von einem Menschen, der leidet. Doch auch so eine freudige Sache heute ist ja auch in eurem Leben, liebe Moni und lieber Rainer, nicht vergessen. Nicht vergessen, welche Leiden sich durch euer Leben ziehen. Du, liebe Moni, hast gerade das erzählt, wie du eine wirklich schwere Zeit hinter dir hast, wo du auch noch drinsteckst. Zuletzt der Zusammenbruch, der seine Wunden zurückgelassen hat. Aber auf diesem nun wirklich schwierigen und schweren Weg wurde dir auch der Mann geschenkt, der jetzt neben dir sitzt. Mir gefällt dieser Psalm zu eurer Trauung, ich will euch sagen, warum. Er beginnt mit einer langen Anrufung Gottes. Etwas so: Herr, neige deine Ohren, erhöre mich. Neige deine Ohren und erhöre mich. Mir kam da so ein Bild von einem übergroßen Ohr, der sich auf diese Erde neigt. Und unten steht ein Männchen und ein Frauchen und sehen nach oben. Ich vermute mal, ihr kennt das. Neige deine Ohren zu mir. Das gilt übrigens auch zwischen einem Ehepaar. Etwa wenn Moni versucht, was bei Rainer loszuwerden, oder Rainer die schnelle Moni nicht bremsen kann, dann sagen sie zueinander: Neige dein Ohr zu mir. Na, das ist jetzt nicht gerade eure Sprache, nicht? Bei euch beiden wird, wenn ich das richtig verstehe, weniger die Poesie als mehr der Klartext bevorzugt. Und dennoch, neige dein Ohr zu mir und du dein Ohr zu ihm. Und gemeinsam bittet ihr darum, dass Gott sein Ohr zu euch neigt. Es beeindruckt mich, wie dieser Beter in den ersten Versen immer wieder nach Gott ruft. Herr, ruft er, sei mir gnädig. Mir. Und ihr merkt vielleicht diesen Satz an, wie innig und leidenschaftlich hier gebetet wird. Können wir auch so beten? Herr, sei mir gnädig. Auch hier vermute ich bei euch, dass ihr schon so gebetet, vielleicht sogar geschrieben habt. Auch das hast du vorhin erzählt. Herr, sei mir gnädig. Und das kann man schreiben. Auch für die Ehe ist es ratsam, immer wieder diese Gnade gelten zu lassen. Wenn der andere nämlich nicht so kann, wie ich es mir wünsche. Wenn die andere nicht so will, wie ich es mir vorstelle, dann lasst Gnade walten über dem anderen. Seht ihm nach, was er nicht kann. Seht ihm nach, wozu er nicht in der Lage ist. Ich möchte euch bitten, seid gnädig zu einem. Wieder zum Psalm zurück. Nach dem ersten dieser Anrufung Gottes geht das Gebet weiter mit Lob. Der Leidende lobt Gott. Er sagt zu ihm: Niemand kann tun, was du tust. Oder du allein bist Gott. Dieser Mensch denkt also groß und gut von Gott. Niemand kann tun, was du tust. In unserer Sprache würden wir sagen, Gott ist einzigartig, Gott ist machtvoll, Gott ist wirksam. Gott macht sich erkennbar in unserem Leben. Ehe ist ja auch so ein wenig davon, habe ich mir gedacht, dass der andere einzigartig ist, nicht? Auch wenn bei zunehmendem Ehealter, Rainer, du hast es daran erinnert,
Die Farbe rosa rot so etwas verschwindet. Aber es tritt etwas anderes an die Stelle von rosa rot. Und das ist vielleicht auch viel wichtiger. Es tritt an die Stelle, ich kann mich auf dich verlassen. Er bleibt an meiner Seite. Sie steht mir bei. Wir wollen füreinander da sein. Und das sagt ihr euch heute vor versammelter Mannschaft und vor Gott. Ich wünsche euch den Blick der Einzigartigkeit für den anderen. Und dann habt miteinander auch den Blick der Einzigartigkeit hin auf Gott. Du allein bist. Niemand kann tun, was du tust. Wir haben es gehört von euch. Noch ein drittes und letztes. Nach dieser Anrufung Gottes, nach diesem Loben Gottes über seine Einzigartigkeit, setzt sich das Gebet nun eben fort mit diesem Vers 11, den ihr euch ausgesucht habt. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Dieser Beter traut Gott zu, dass er helfen kann und dass er helfen will. Ihr beide habt euch diesen Vers ausgesucht, weil ihr wollt, dass Gott euch seinen Weg weist. Ihr wollt nicht euren Weg gehen. Vorhin bei eurem Erzählen ist das für mich gekommen. Ihr vertraut darauf, dass Gott euch den Weg in eure Ehe geführt hat. Von außen betrachtet kann man das ja auch etwas anders sehen. Da geht die Moni in eine Therapie und kommt zurück mit einem Mann. Das ist ja nicht falsch. So kann man das sehen. Und ja, es ist ungewöhnlich. Aber, und darauf setzt ihr beide nun, ihr seht darin Wegweisung Gottes. Weise mir, Herr, den Weg. Für euch beide ist das Gottes Stimme konkret. Und dann habt ihr in sehr kurzer und intensiver Zeit, ihr habt uns vorhin einen Teil gegeben daran, miteinander das Vertrauen und auch den Mut gefasst, vielleicht auch ein bisschen Verrücktheit, das gehört wohl auch dazu, dem zu folgen, wie Gott euch geführt hat. Und das feiert ihr heute, Gottes Wegweisung. Ihr feiert heute Gottes Wegweisung. Und wir feiern heute mit euch Gottes Wegweisung. Es heißt dann diese Bitte nicht, weise mir nach meinem Weg. Es geht um Gottes Plan, dem dieser Mensch mit ganzem Herzen folgen will, um seinen Weg. Es geht nicht um meine Größe, um meine Karriere, um meine Selbstdarstellung, es geht um Gottes Größe, um Gottes Plan, um Gottes Namen. Wer das beten kann, weise mir, Herr, deinen Weg. Wer das beten kann, der kann loslassen, der kann sich zurücknehmen. Wer das betet, der kann sich seine eigenen Pläne durchkreuzen lassen. Wer dies betet, der wandelt nicht in seiner eigenen Wahrheit, sondern in Gottes Wahrheit. Und doch aufgepasst. Damit es nicht zu rosa wird. Wir müssen wissen, die Wege Gottes sind für uns auch geheimnisvoll, nicht voll verstehbar und einsehbar. Auf dem Weg des Glaubens gibt es keine Sicherheit. Aber es gibt innere Gewissheit. Ich kann da nicht selbstständig herumrufen, ich kenne Gottes Weisung, ich kenne Gottes Weisung. Der Beter bittet darum. Und wenn er sie erhält, ist er froh. Aber er bleibt damit auch bescheiden und demütig. Nicht großspurig. Ich weiß nämlich, dass er für sich allein diesen Weg für uns gefunden hat. Ich gehe davon aus, auch ihr würdet es sagen, ihr habt diesen Weg für euch nicht allein gefunden. Gott hat euch zusammengefunden. Und euer Gebet hört heute an eurem Trautag ja nicht auf. Gottes Plan mit euch geht ja jetzt weiter, in die nächste Runde. Ihr bittet ja weiter, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Vielleicht sagt es jetzt ein bisschen anders. Vielleicht sagt ihr jetzt, weise uns, Herr, deinen Weg, dass wir wandeln in deine Wahrheit.
gespannt, wie Gott euch weiter den Weg weist. Ich lande. Eine Frau steht vor dem Richter. Sie hat im Supermarkt eine Dose Pfirsiche gestohlen. Der Richter will schließlich wissen, wie viel Pfirsiche in der Dose waren. Die Frau, naja, so 8 bis 10. Dann verurteile ich sie zu 8 Tagen Haft, erklärt der Richter. Daraufhin meldet sich der Ehemann der Angeklagten und sagt, Herr Richter, meine Frau hat auch noch eine Dose Erbsen gekriegt. Liebe Moni, lieber Rainer, was will ich damit sagen? Haut euch nicht in die Pfanne. Haltet unter den Liebe fest. Haltet die Liebe zu Jesus fest. Er ist das große Wegzeichen Gottes für euch. Und für euch. Amen. Und nun erbitten wir für eure Ehe um den Segen Gottes. Es dauert noch ein bisschen mit den Musikern, es kommt ein bisschen Zeit. Und ich darf euch bitten, dass ihr jetzt nach vorne kommt. Schützen und segnen, gibt die Kraft zum Lieben und Vergeben, zum Reden und zum Schweigen. Er macht Mut zum Glauben und Hoffen. So frage ich nun dich, Rainer. Erklärst du vor Gott, dass du mit Moni als deiner Ehefrau nach Gottes Ordnung und Verheißung leben willst? Willst du sie lieben und sie ehren und dich zu ihr allein halten, solange ihr beide lebt? So antworte ja. Ja. Ich frage dich, Monika, erklärst du vor Gott, dass du mit Rainer als deinem Ehemann nach Gottes Ordnung und Verheißung leben willst? Willst du ihn lieben und ehren und dich zu ihm halten, allein, solange ihr beide lebt? So antworte ja. Ja. Ist gut. Dann reicht euch jetzt die rechte Hand. Die rechte Hand. Und ich glaube euch den Segen Gottes zu. Gott, unser Vater, wir bitten dich für Moni und Rainer. Gib ihnen deinen Heiligen Geist, dass sie unter deinem Schutz ihre Ehe aufbauen, in der Liebe wachsen und einander die Treue halten. Gib ihnen deinen Segen, dass sie einander lieben und gemeinsam dich loben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn.